Mehr genug Bäume pflanzen, weil wir brauchen später noch gut Holz. Oh, da vorne ist was. Das könnte man sich doch braten. Yum, 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 yum. Häschen, Häschen. Habe ich jetzt Hasenfleisch? Ja. Raw Rabbit. Wie hoch ist der? Ah, das ist schon ordentlich hoch. Also, wo war ich? Genau, Ubuntu-Server aufgesetzt. Und dann sich erstmal natürlich auseinandersetzen. Was für Befehle braucht man, um einen Minecraft-Server aufzusetzen? Was ist los? Wenn du ein Lava-Vorkommen brauchst, hier ist ein großes Lava-Vorkommen. Oh, in welche Richtung? Da ist das Haus. Okay. Ja, erstmal setze ich mich am besten nochmal so zwei Stück hoch. Da. Genau. Dann erstmal mit den Befehlen auseinandersetzen, weil so ein Ubuntu-Server kommt im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich nackt. Also erstens, ihr habt keine wunderschöne grafische Oberfläche. Und zweitens, da ist nicht wirklich viel drauf auf dem Server. Das heißt, da ist noch kein Java drauf. Ich meine, ich glaube, in Windows ist auch noch kein Java drauf, automatisch. Aber da Minecraft auf Java läuft, muss man halt eben noch Java installieren. Und komme ich da hoch? Nein. So inkompetent. Ah, funktioniert sogar. Also, dann erstmal rausfinden, was brauche ich denn für ein Java? Dann habe ich erstmal nachgelesen. Es gibt nämlich neben Java dem normalen, das von Oracle gepflegt wird, also früher hat ja Java Sun Microsystems oder wie es hieß, gemacht. Ist da nicht eben was ins Wasser gefallen oder so? Ja, da haben wir ein paar. Aber mittlerweile gibt es eine Open Java Version, die steht der Oracle Version eigentlich ein wenig nach. Und sie ist halt open und open ist meistens besser. So als Richtlinie fürs Internet. Wenn irgendwas Open Source ist, dann kann sich den Quellcode jeder angucken. Es ist zwar dann meistens nicht so schön oder funktionsreich wie jetzt die kommerzielle Variante, aber es ist nicht unbedingt schlechter. Genau, und dann habe ich mir halt den. Da habe ich mir das halt eben runtergeladen. Das heißt, man gibt da einen Befehl ein, irgendwas mit apt-get install. Also meistens ist es immer so ein apt-get. Und da gibt dann halt install, update und alles Mögliche. Hast du noch was zu essen? Ja, aber nur roh. Ich habe einen rohen Hasen. Können zurückgehen und kann den braten. Weil ich habe jetzt nur noch drei. Ja, Brot gibt ja nicht so viel. Noch rote Blüten. Ja, sollst du halt ja auch nicht unbedingt rennen. Ich weiß, dass Ja. du wenig Geduld hast, aber Rennen ist jetzt bei unserem Ich muss auch auf den Zimmer. Essensstand. Ah, da kann ich schon mal ernten. Wenn ich sterbe, sterbe ich wenigstens hier. Dann Ja, dann ist halb so wild. und ich kann ja schon mal meine Sachen alle abladen. Dann Hier, da. Samen. passiert nichts, wenn ich sterbe. Idee. Ich kann ja kein Geld sammeln. Ja, gibt sicher eine Mod dafür. Es gibt immer eine Mod dafür. Genau. Kohle raus. Gibt ja eine Terraria-Mod. Hä? Es gibt eine Terraria-Mod. Ich weiß. Aber ich glaube, die ist nicht so gut. Moment. Da liegt Brot. Danke. Was kann ich denn als nächstes, wenn das fertig ist, das da rein und dann das raus und dann. Oh, ich will jetzt Brot anpflanzen. Moment, 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 du hast doch noch nicht alles voll. Hier, da, friss. Danke. Okay. Ah, hier. Ich brauche auch ein bisschen was zu essen. Guck du eigentlich? Ja, gekochter Hase. Boah, die Hase. Bäume sind gewachsen, die ich gepflanzt habe. Dann mache ich mal den Kram, den wir jetzt nicht spontan brauchen, da rein. Kohle genauso. Und mit Kohle bitte nicht inflationär umgehen.
Noch nicht. Meinst du Fackeln? Ja, und hier ein Feld zu machen ist jetzt nicht gute Idee. Hey, wir brauchen erstmal was zu essen, ist egal wo. Ja, aber am Wasser wächst schneller. Hey, das ist doch am Wasser. Ja, aber das hier nicht. Das hier ist mehr als 4 Felder vom Wasser entfernt. Ja, dann mach einen Eimer. Haben wir ja schon Eisen? Nein. Ja, wie sollen wir dann einen Eimer machen? Ich versuch Eisen. Boah, geil, ey, so intelligent. Ja, das Feld hier sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. Wenn das jetzt Feld voll ausgewachsen ist, dann... Alles hier verbraucht, alle Samen. Na stimmt, damit kannst du... Nee, Zuckerrohr ist ja nur... Ach, das stimmt, damit kann man was wirklich erhalten. Da kann man nachher Kuchen draus machen. Ja, mit Kühen. Den kann man halt nicht mitnehmen. Ja gut, man kann auch noch Tränke der Geschwindigkeit draus machen, also quasi Energy Drinks, aber dazu müssen wir erstmal im Nether gewesen sein und das ist noch ein bisschen eine Weile hin. Genau, zurück zum Ubuntu Server, um wieder zur Wissensvermittlung zu kommen. Oh mein Gott. Gott, wo war ich? Genau, erstmal Java installiert. Dann ist da jetzt auch nicht so Ordner wie meine Dokumente, also Dokumente, Bilder und so Ordner, die gibt's da nicht. Das heißt, man muss sich erstmal die Ordner machen. Das heißt, ich habe mir einen Ordner in meinem Home-Verzeichnis, heißt es da, habe ich mir erstmal einen Ordner Minecraft gemacht. In diesem Ordner habe ich mir noch einen Ordner gemacht, der ist One. Also ich habe so eine Anleitung durchgemacht, der hat gesagt, ja, man kann ja auch mehrere Minecraft-Server installieren. Also habe ich mir einen Ordner One gemacht. Ich hoffe, ich rede nicht so schnell. In diesen Ordner habe ich dann eben das, was man auf der Webseite von Minecraft runterladen kann, dieses JAR-File, J-A-R, steht für Java, bla bla bla, ich weiß nicht, wie der Rest heißt, aber es ist halt eben ein File, das man mit, wenn man Java installiert hat, mit Java ausführen kann. Das Ganze wird dann, im Moment, Java, glaube ich, schon kompiliert, genau, dann führt man das Ganze aus, dann läuft es in einer Sandbox, es ist so irgendwie so eine virtuelle Java-Maschine. Das heißt, man hat quasi eine Art virtuelle Maschine auf seinem PC. Darin wird das ausgeführt und diese Abstraktionsebene, also weil es halt virtuell ist, kostet halt gut Leistung. Weswegen das auch nicht so effektiv ist, wegen der Leistung her. Das kann man schon mal da reinpacken. Das kann man auch schon mal da reinpacken. Obwohl. Darf ich mir noch ein paar Fackeln machen? Ja, aber nimm dir mal nur so 6 von den. 7. 6. Ich mach mal noch 1, 2 Öfen. Dings haben. Ein Eimer, da kannst du dir Lava holen, da brauchen wir keine Fackeln mehr. Ja, aber dann müssen wir halt schon den Eimer kontinuierlich befüllen, den Ofen. Ja, mal mehrere Eimer machen, so eine Station. Naja, ich habe ja schon in der letzten großen Welt habe ich ja schon sowas gebaut. Auch. Aber nicht mit Trichtern. Das mit Trichtern war meine Idee. Okay, also ich habe Java installiert, dann habe ich einen Ordner da gemacht, wo ich dieses Jar-File reingetan habe und dann habe ich mir ein kleines Shell-Skript angelegt, also wirklich nur, weil wenn man Java startet, dann gibt man halt sowas ein. Sudo hat man, glaube ich, nicht gebraucht, aber man muss halt Java eingeben, also Java, das heißt, dann weiß das Linux, okay, jetzt wird irgendwas mit Java gestartet. Dann hinterher kommen ein paar Befehle. Das heißt, weil es ja eine virtuelle Maschine ist, muss man der ja auch RAM zuweisen, also Arbeitsspeicher. Das heißt, man hat ihm zugewiesen, ich habe ihm halt 2 GB zugewiesen. Das war irgendwie XMS. Ich weiß nicht mehr, wie der Befehl hieß, also diese Option. Und dann schreibt man halt noch hin, wie das Jar-File heißt, also wo es liegt. Und dann hinten dran habe ich, glaube ich, auch noch no GUI, also N-O-G-U-I für keine grafische Nutzeroberfläche reingeschrieben, damit sich eben nicht irgendwas Spezielles öffnet oder so. Und dann hinten dran noch ein
Kaufmannsund, also dieses. Das heißt, dann wird es im Hintergrund gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie das Terminal schließe, also mit Terminal meine ich dieses, wo man wirklich nur die Buchstaben sieht und so weiter. Wenn ich das schließe, dann läuft der Prozess weiter. Und ja, dann läuft die ganze Sache. Aber ich habe halt den Fehler gemacht. Das ganze Betriebssystem, also der komplette Ubuntu-Server, der läuft von einem USB-Stick aus. Und auf einem USB-Stick ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit, die Lesegeschwindigkeit ist ganz in Ordnung, aber die Schreibgeschwindigkeit ist halt sehr langsam. Und deswegen lief Minecraft am Anfang erst ziemlich schleppend. Das heißt, bin ich quasi in einen neuen Chunk gegangen und Chunk war ja, glaube ich, irgendwas mit 16x16 Blöcken oder so. Dann hat es ewig gebraucht zu laden. Und es war halt nicht so schön. Haben wir draußen schon wieder Nacht? Tatsächlich schon wieder Nacht. Ah, aber wir haben Essen. Und deswegen lief das halt nicht so schön. Und wenn Minecraft nicht so schön läuft, dann ist halt der Spielspaß weg. Und wenn kein Spielspaß, dann macht Spielen keinen Spaß. Wer hätte es gedacht? Weisheit. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe erstmal, weil da waren ja noch die Festplatten drin von Windows, wo das Windows drauf ist, / war. Also ist da immer noch drauf, aber es läuft halt nicht, weil jetzt Ubuntu Server drauf läuft. Das heißt, man muss die erstmal mounten. Was heißt mounten? Weil es ist nicht wie Windows. Windows sagt am Anfang, wenn der PC hochgefahren wird, alle Geräte, alle Festplatten, die da sind, alles, was ich so finden kann, wird sofort eingebunden und sofort zur Verfügung gestellt. Das braucht erstens RAM und zweitens beim Starten braucht es Zeit. Linux macht das nicht. Linux sagt, du kriegst am Anfang das Minimalste, was es gibt, kriegst du so zur Verfügung gestellt. Zumindest bei einem Ubuntu-Server. Der hat so gut wie gar nichts am Anfang. Wenn man einen reinen Linux-Server hat, dann ist er noch weniger. Deswegen muss man erstmal da ein bisschen in so einer Datei, muss man da erstmal ein bisschen rumschreiben und sagen, okay, die Festplatte muss beim Starten gemountet werden. Also das heißt jetzt nicht bestiegen, wie es man mountet ja auch Pferde, aber ja, zum Beispiel. Nein, man hängt, auf Deutsch heißt es, glaube ich, einhängen. Man hängt dann eine Festplatte ein und mal ein bisschen Zucker ernten. Zucker ist gut. Wenn man genug Zucker hat, dann hat man keinen Hunger. Aber auch Karies und Diabetes. Wo war ich jetzt? Genug Zucker ist gut. Ja, genug Zucker ist immer gut, weil genug von allem ist immer gut, oder? Das heißt, die Aussage ist redundant. Also, wo war ich jetzt? Genau, dann habe ich das erstmal gemountet, dann habe ich den PC neu gestartet, also den Server. Dann war auch die Festplatte gemountet. Und dadurch, dass sie gemountet ist, habe ich Zugriff drauf. Dann habe ich erstmal da noch einen extra Minecraft-Ordner erstellt. Dann habe ich den Ordner, in den vorher Minecraft installiert war, in den neuen Ordner auf der Festplatte geschoben. Und eine Festplatte ist einfach schneller als ein USB-Stick. Und deswegen, ihr seht ja hier, ich kann hier spielen, ich kann hier abbauen und es hakt nichts. Ja, okay, dann machst du es so. Auch gut. Spart Platz. Da brauchen wir nicht so einen Gang nach unten. Oh, da hat es eben ganz leicht geruckelt. Ja, na, halb so schlimm. Bam, 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 pam, pam, pam. Was mit Gang nach unten? Hä? Was mit Gang nach unten? Ja, du machst den Gang nach unten. Ist gut. Ja. Ja. Gell? Ja. Ich bin voll gut. Ja, voll. Oder leer. Ja. 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 Oder nee. Vielleicht auch nicht. Ja. Ist optional. Genau. Und deswegen habt ihr es gesehen. Also das war so quasi die Zusammenfassung von dem... Quasi man kann, also das hier könnt ihr jetzt auch so ein bisschen als Vlog verstehen, so ein bisschen das, was in letzter Zeit passiert ist. Ich habe auch eine Webseite geschrieben, wenn es euch interessiert und ihr in dem Video bis hierhin durchgehalten habt. OperationDarkSide.com, klein und zusammengeschrieben. Wer des Englischen nicht mächtig ist, der möge diese Seite meiden. Weil ich habe sie geschrieben, vollständig ich, in PHP, von Hand. War nicht wenig Arbeit und sie ist in Englisch gehalten.
Das heißt, ihr werdet selten dort einen deutschen Begriff lesen. Und nicht wundern, wenn die Startseite ein ganz kleines bisschen langsamer lädt. Das liegt daran, dass ich in die Startseite eine API eingebunden habe. Eine API ist eine... Ah, wo hieß es nochmal? Accessible Programming Interface oder sowas. Da will jemand zu mir. 5 Minuten Zeit. Zu? Achso, deswegen meinst du, dann ist er Trockner fertig und so. Einkaufen und dann kommt mein Vater. Ja, genau so. Ja, ja, also der Tag ist heute... Real Life und so. Ja, Real Life. Der Tag ist ein bisschen durchgeplant. Gefällt mir nicht, ist aber so. Ich mag es spontan. Wie alle kreativen Leute stehe ich so auf diese Rhythmik der normalen Menschen. Ja, ich auch. Obwohl ich auch meine Regelmäßigkeit brauche, sonst werde ich wahnsinnig. Bin ich schon teilweise, aber egal. Weil wer beschäftigt sich neben seinem Beruf, in dem er noch programmiert, zu Hause noch mit Programmierung und macht nebenher noch Let's Plays, obwohl ich die zwar ein bisschen eingeschränkt habe, aber ich mache sie immer noch. Es gibt sicher einige Leute, die das machen. Ja, aber es ist halt es ist sehr aufwendig. Ich denke jetzt nicht, dass, sag ich, das ist jetzt nur ein Klischee, dass eine Kosmetikerin jetzt in Real Life nicht, dass sie dann noch so Let's Plays macht, das ist eher jemand, der eh schon mit PCs zu tun hat. Ja. Könnte man jetzt davon ausgehen. Könnte man, ja. Muss man aber nicht. Ja, genau. Aber ich habe jetzt ein paar Blumen, deswegen pflanze ich noch ein paar Blumen. Kosmetika, die sind sehr wichtig. Ja, wunderschön. Runterbeten. Will keiner wissen. Nee. Hier ist so viel Weiß. Ein bisschen Rot rein. Rosenrot, oh, Rosenrot. Schlag ich dich, dann bist du tot. Nein, so ging das nicht. Oh doch. Ja. Also wer möchte, kann diese Seite besuchen. Ich habe eine API eingebunden. Die APIs sind an der Zahl 2. Einmal die YouTube-API. Weil dann wird euch sofort eine kleine Kachel angezeigt, in der drin steht, wie viele Abonnenten ich gerade habe, wie viele Videos ich hochgeladen habe und wie viele Views ich insgesamt habe. Genau. Das Ganze wird noch mit Twitch gemacht, das heißt, ich bitte um Verzeihung, ich habe die Twitch API eingebunden. Das heißt, da steht zum Beispiel, ob ich online bin auf Twitch, das heißt, wenn ihr zufällig auf meine Seite geht und da steht dann bei Twitch online, dann bin ich gerade am Streamen. Was zugegebenermaßen in letzter Zeit sehr selten vorkommt. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, auf dieser Seite ein paar Statusinformationen über mich und meine Kanäle zu finden. Dann gibt es da eine Kategorie Blog. Dort könnt ihr sehen, ob ich gerade am... Moment, wie war das? Kriegt man nicht mehr raus, wenn man das damit kaputt macht oder so? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder so. Keine Ahnung. Der Gang ist fertig. Der Gang. Genau, in dem Blog schreibe ich immer so ein paar Ideen von mir rein, auf Englisch. Weil erstens, um zu üben, das heißt, ihr könnt nicht das, also Oxford-Englisch bitte nicht erwarten, mit hochgestochenen Begriffen oder so. Das ist ganz normales Straßenenglisch. Also, so Ausländer-Englisch. Jetzt nicht so Indisch-Englisch, aber jetzt so, was ich halt so kann von YouTube, Schule und so weiter. Oh, ich will nicht aufhören zu spielen. Ist gerade so schön. No. Scheiß Real Life. Ah, schade. Fehlt eins. Das kann ich nicht so zulassen. Pam. Ne? Noch irgendwo eins runtergefallen. Das sieht nicht so aus. Dann setzen wir mal noch hier einen Baum, da einen Baum und da einen Baum. Und da haben wir noch eins übrig, deswegen setzen wir hier einen Baum hin. Genau, was habe ich noch? Programmieren und Fotos und Gaming.
Gaming ist jetzt noch nicht so viel. Bei Programmierung habe ich so ein bisschen hingeschrieben, was für Programmiersprachen ich spreche. Sprechen. Da kommen noch so ein paar Projekte von mir hin. Und wenn man draufklickt, seht ihr noch ein bisschen Source Code. Und wenn ihr auf Fotos geht, da seht ihr momentan ein Foto, das meine Freundin mal geschossen hat. Ist ein bisschen her. War letztes Jahr im Spätsommer, glaube ich. Ist ein sehr schönes Foto. Ich habe es mit Wasserzeichen und auch mit Link zu ihrem Instagram-Account versehen. Was eine HTTPS-Verbindung ist, wen es interessiert. Ich sag häufig ne? Also Kronk sagt immer so. Und ich sag halt, obwohl sich das so professioneller anhört, deswegen hat er sich es wahrscheinlich angewöhnt. Wo waren wir? Genau, Webseite, Ubuntu-Server. Ja, ich habe jetzt neben mir ein Essen stehen, ich nehme schon eine Dreiviertelstunde auf, deswegen kann man das, glaube ich, so stehen lassen. Das war, glaube ich, ja. Also wenn das jetzt sauber heute durchrendert, dann bin ich zufrieden und ihr kriegt noch... okay, heute Abend nicht mehr. Also das wird dann vermutlich seine 4 Stunden durchrendern. Morgen ist Sonntag. Ja. Der Tag vor Montag. Ja, haben wir jetzt gedacht. Ja. Ja. Ja, da könnt ihr euch das Video ein bisschen angucken. War eine schlechte Interpretation eines österreichisch-bayerischen Dialektes. Hatten letztens Besuch an der Berufsschule von jemandem aus dieser Gegend. Mehr will ich dazu nicht sagen. Deswegen, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und lasst es euch schmecken. Ich werde es zumindest tun. Bis dann.